Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Fendt 300er, einen Fendt Farmer 300er CI steht hier dran. Der kommt mir irgendwie bekannt vor aus dem 19er, wenn ich mal das so sagen darf. Ja, so sieht er aus. Version 1.0 derzeit und hat eine Größe von gerade mal 18 MB. Ja, netter kleiner Traktor, muss man sagen. Passt soweit alles, würde ich sagen auch. Ja, gucken wir mal an. 80 PS Standard, 210 Liter Sprit, 40 km/h soll er wohl laufen. Er hat dauerhaft die hintere Fenster geöffnet. Ne? Man kann sich zumachen, das ist so Standard bei dem guten Teil. Konfiguration können wir das einstellen, und zwar, wir können hier Gewichte hinmachen. Ihr seht oben die Kilozahl, wie ihr es wollt, ganz klein bis ganz groß. Und wenn das nicht funktioniert, wenn euch das nicht reicht, könnt ihr noch einen Frontkraftheber nach vorne hin bauen lassen. Bei den Reifen können wir mit Trelleborg, Michelin, Mitas, BKT, Continental, Logan Tires und Trelleborg dienen. Hier haben wir die Reifenvariante wie immer im Schnelldurchlauf. Michelin. Mitas, BKT, da ist ein Fehler irgendwie noch drin, da kann man auch nichts umstellen. Continental kann man auch nichts umstellen, bei Nogin Tires auch nicht, die Kommunalreifen halt, und mit die Trelleborg. Bei Design könnt ihr hier auswählen mit Rundumleuchte auf der einen Seite, Rundumleuchte weg, dafür die Warnschilder, oder Rundumleuchte links und die Warnschilder, oder halt gar nichts. Frontlader könnt ihr hinmachen mit Ja oder Nein. Und hier Motorausführung 80, 90, 105 und dann wieder die 80 PS. Die Hauptfarbe könnt ihr hier in den paar Farben auch tauschen, wie ihr es halt wollt dann sozusagen. Und hier die Felgenfarbe könnt ihr hier dann auch noch anpassen, wenn ihr wollt. So, mehr geht allerdings hier nicht zu machen. So, haben wir schon einen gekauft. So sieht er aus, der kleine. Ich denke, das passt auch soweit. Sieht gut aus hier. Na, keine Kennzeichen dran. Nur kurz am Rande diesbezüglich. Aber ja, gut, vielleicht kommt da noch eine zweite Version. Man weiß ja nicht. So, hüpfen wir mal rein in die Kiste. Innen drin sieht die Sache dann hier so aus. Na, ihr könnt auch nichts einstellen, dass die Klappe hinten zugeht. Das ist standardgemäß offen hier alles. Ich denke, das passt auch so. Die Hupe, na, und der Motor. Ihr seht da vorne den Display, da wird auch schon ein paar Sachen angezeigt. Die Uhr wird zum Beispiel angezeigt hier in der Mitte. Ne? Zeiger funktionieren beide. Wo wir gleich mal was anhängen. Ja, er wird wahrscheinlich seine Probleme damit haben, wenn man kein Gewicht vorne hin macht und vielleicht ein bisschen mehr PS hin tut. Aber so funktioniert es einigermaßen, würde ich sagen. Ne? Ihr seht, genau, funktioniert hier. Er geht ein bisschen hoch halt vorne, ne? Aber angeschlossen ist alles. So. Dann ist mal weg, brauchen wir nicht mehr. Umleuchten, die funktionieren auch. Ja. Fronthydraulik funktioniert. Frontlader, so rum war es. Das ist die Fronthydraulik. Und Umleuchten habe ich ja schon gesagt, dass die funktionieren. Das funktioniert hier auch. Kein Problem. Gut. So, hier drin. Ihr seht selber, der Sitz geht mit. Ja? Wollen ja manche von euch wissen, habe ich schon gelesen. Das funktioniert soweit. Spiegel funktionieren auch. Ganz wenig Sound innen drin für den Fahrsound. Also sprich das Geklopfe und so. 43 läuft er. So, gucken wir noch kurz in die Nacht rein. Ihr seht allerdings auch leider, dass er hier doch noch einen Fehler hat. Ne? Leider. Vielleicht kommt ja noch eine zweite Version, wo das dann ausgebügelt ist. Also einmal Licht haben wir hier auf jeden Fall. Kennzeichenbeleuchtung wäre am Start, wenn der Kennzeichen da wäre.
Auch die Warnschilder sind praktisch beleuchtet. Zweimal Licht. Geht noch ein bisschen was hinten an. Dreimal Licht geht vorne noch was an. Bei viermal Licht wieder alles aus. Hier drin habt ihr dann nur im Display hier das Licht. Das ist aber nicht weiter schlimm. Na, oben ist hier nichts. Blinker sieht man im Display auch nicht. Die Uhr sieht man dafür. Die linke, die rechte. Ja. Blinker, wie gesagt, funktionieren auf jeden Fall. Hinten wie vorne. Kein Problem. Passt soweit. Ja. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist in der Videobeschreibung unten drin. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oder Abo nicht vergessen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal hier wieder auf dem Kanal. Bis dann, macht's gut und ciao.